Also das Kleid ist, glaube ich, mein Favorit aus der ganzen Bestellung, weil das sitzt wirklich so perfekt. Aber ich finde, man hat bei vielen schon gemerkt, wer halt nur befreundet ist, weil er irgendwas von ihm möchte. Hi Leute und welcome back zu einem neuen Vlog. Ich weiß, es kam lange kein Vlog mehr. Ich glaube, der letzte Vlog ist schon ungefähr 4 Wochen her. Und ich dachte, ich nehme heute einfach mal wieder die Kamera in die Hand und nehme euch ein bisschen mit bei meinem Tag heute. Und zwar wollte ich euch auf jeden Fall noch meine Bershka-Bestellung zeigen und meine Amazon-Bestellung. Und ich habe euch auch noch auf Instagram nach ein paar Fragen zu meinem Abi und zu meinem Studium gefragt. Und ich dachte, ich beantworte im Vlog auch noch ein paar Fragen dazu. Und ja, ich wollte mir jetzt erstmal einen Matcha machen und danach noch spazieren gehen. Und ich zeige euch jetzt auf jeden Fall auch nochmal hier auf YouTube, wie ich meinen Matcha mache. Ich zeige das auch ab und zu auf Instagram in der Story, aber vielleicht folgt mir da der ein oder andere noch nicht. Deswegen dachte ich, zeige ich euch das hier auch mal. Ich mache meinen Matcha nämlich auch ohne diesen kleinen Matcha-Besen, den es dazu gibt, weil ich zu faul war, mir den zu kaufen. Und das sind die Zutaten dafür. Also ich nehme immer Sojamilch dafür, manchmal die mit Protein, manchmal ohne. Dann Vanillesirup, Agavendicksaft und Matcha natürlich. Aber ich habe mir auch schon ein neues Matcha-Pulver bestellt, weil das hier schmeckt okay, aber ich habe gehört, es gibt noch viel bessere, deswegen habe ich mir dann neuen bestellt. Wenn der gut ist, lasse ich euch auf jeden Fall wissen, welcher das ist. Ich mache das auch alles immer nach Augenmaß. Also ich mache immer ungefähr so einen gehäuften Teelöffel von dem Pulver rein und dann ungefähr nochmal so einen Esslöffel von dem Agavendicksaft. Und von dem Vanillesirup mache ich einfach so, ich halte das einfach drüber und dann lasse ich es 5 Sekunden laufen. Durch diese Flüssigkeit lässt er sich jetzt halt auch gut verrühren. Das Problem ist halt, wenn man den Matcha nicht direkt so rührt mit diesem Zeug, dann macht es halt extrem Klumpen. Deswegen gibt es natürlich auch diesen Besen, aber ich finde, so funktioniert es auch. Und ich mag den Matcha sowieso eigentlich als Eisversion. Also ich mache da auch noch Eiswürfel rein. Ich habe den jetzt noch nie warm probiert. Ich kann mir das irgendwie auch nicht so nice vorstellen, aber werde ich auch mal ausprobieren. Der Matcha sieht auch irgendwie dann aus wie einfach nur so ein grüner Schleim, wenn man fertig ist. Man muss das wirklich echt richtig gut verrühren, weil man am Ende nur noch Klumpen hat im Getränk, wenn man das nicht gut macht. Und ich habe zwar immer noch ein paar kleine Klumpen, aber das ist jetzt was, womit ich leben kann. Also für meinen Laien-Anfänger-Verbrauch zu Hause geht das auf jeden Fall klar. So sieht der jetzt fertig aus. Ich habe jetzt noch ein paar Eiswürfel reingemacht und den lasse ich mir jetzt schmecken. Ich wollte euch jetzt mal zeigen, was ich bei Amazon bestellt habe. Ein paar Kleinigkeiten. Wenn ihr wüsstet, auf was für einem Stativ ihr schon wieder steht. Ihr seid einfach mit meinem Tripod in dem Wasserkocher drin. Wirklich, ich weiß nicht, ob das so eine Sache ist, die man mit der Zeit dann irgendwann ändert und was findet. Oder ob man für immer sich denkt, okay, komm, der Wasserkocher tut's auch. Aber es ist vielleicht ein bisschen zu gefährlich. Erst habe ich mir noch mal so einen Ständer geholt für meine Nagellacke, weil ich mittlerweile so viele UV-Lacke habe, dass ich keinen Platz mehr habe und ich will die alle immer schön geordnet haben, sodass ich immer alle Farben sehe und Zugriff auf alles habe. Deswegen habe ich mir den noch mal geholt, weil ich den ganz nice fand. Dann habe ich mir endlich mal so einen Handyhalter fürs Auto geholt. Ich habe jetzt, glaube ich, seit 5 Jahren oder so meinen Führerschein und ich hatte noch nie eine Handyhalterung in meinem Auto. Und ich dachte, keine Ahnung, vielleicht will ich mal euch mitnehmen beim Fahren, wenn ich so ein bisschen einfach laber oder so oder auf TikTok oder so, ist ganz nice. Oder einfach auch, wenn man mal so das Handy einfach da reintun will. Ich habe keine Ahnung, wie man das zusammenbaut gerade. Vielleicht soll ich mir dazu mal auch die Anleitung angucken. Aber auf den ersten Blick scheint es ganz nice zu sein. Ich habe zwar noch keine Ahnung, wie man den Spaß anbringt. Aber das werde ich noch rausfinden. Und darauf freue ich mich am meisten. Ich habe mir so eine Lampe fürs Handy geholt. Ich habe nämlich immer so ein Problem mit Licht bei mir zu Hause. Und ich wollte einfach mal so ein paar... Und ich wollte einfach mal so ein Ding haben, womit ich weiß, dass egal in wie viel Uhr ich irgendwas aufnehme, dass ich safe Licht habe. Und das muss man anscheinend irgendwie hier aufladen. Und hat hier noch so einen Clip, mit dem man das mal ans Handy dran machen kann. Mal gucken, das werde ich, glaube ich, jetzt direkt mal aufladen und nachher ausprobieren. Also ich habe das hier gerade so an meinem Handy dran und man sieht so krass damit aus. Also es sieht so schön aus irgendwie. Ich dachte, wir sprechen jetzt noch mal ein bisschen über meine Abi-Zeit und ein bisschen auch über das Studium. Und ich habe direkt mal dieses Licht jetzt auch an meine Kamera dran gemacht, weil ich wollte es mal ausprobieren. Und wir haben jetzt auch schon 9:30 Uhr und ich esse jetzt erst was zu Abend.
So habe ich mir vegane Nuggets gemacht. Und mein Lieblingssalat, den könnte ich echt jeden Tag essen und mache ich leider auch meistens. Vielleicht ein bisschen einseitig, aber ich bin einfach obsessed. Dazu natürlich Mayo. Ich verstehe halt auch einfach die Leute nicht, die sagen, die mögen keine Mayo. Aber dann Ketchup essen. Also ich würde jetzt, glaube ich, einfach mal allgemein ein bisschen starten, so mit meiner Schullaufbahn. Ich war auf einem Gymnasium von der 5. bis zur 10. Klasse, beziehungsweise auf so einer, ich weiß nicht, wie das heißt, wo alle Schulformen halt gemischt sind, aber ich war halt auf dem Gymnasialzweig. Und danach habe ich Abi gemacht, und zwar in die wirtschaftliche Richtung. Und das hat mir eigentlich auch voll gut gefallen. Also ich bin zwar nicht so der Zahlenmensch, aber ich hätte mir auch nicht vorstellen können, irgendwie was anderes zu machen. Die anderen Sachen so hier, die in der Gegend angeboten wurden, waren irgendwie auch nichts für mich. Ich habe auf jeden Fall mein Abi 2020 gemacht, beziehungsweise war dann halt fertig. Es war halt ein bisschen schade, dass wir das Corona-Jahr hatten, weil es war halt gar kein Feeling. Man hat sich so unnormal auf die Mottowoche gefreut, aber dann ist halt nichts passiert, weil keine Schule war. Man konnte sich irgendwie auch nicht richtig von der Schule verabschieden, weil dann ja dieser random 13. März kam, wo dann auf einmal die Schule zu hatte. Dann würde ich auch direkt schon mal einsteigen mit ein paar Fragen. Habt ihr einen Abi-Streich gemacht? Nee, tatsächlich nicht, weil wir hatten ja dann gar keine Feierlichkeiten mehr. Also wir hatten ja auch keinen richtigen Abi-Ball. Wir waren nur so Klasse für Klasse mit Corona-Abstand, saßen wir da und haben unsere Zeuggenüsse bekommen. Und sonst war da eigentlich auch nichts, deswegen ist schon ziemlich schade. Und wann hast du angefangen zu lernen? Ich glaube, so ungefähr einen Monat vorher, manche Sachen nur so eine Woche vorher. Ich habe so einiges schon längerfristig zusammengefasst, aber so richtig gelernt habe ich, glaube ich, echt nur ein, zwei Wochen vorher. Und ich hatte jetzt auch nie so die krassesten Noten. Also ich war immer so ein Dreier-Schüler und manchmal besser, öfter auch schlechter. Und ich muss sagen, das hat mir auch immer gereicht. Also ich war jetzt nie so ein Mensch, die unbedingt einen richtig krassen Notenschnitt haben wollte, weil ich wollte jetzt auch kein Jura oder Medizin oder so studieren. Deswegen habe ich mir da auch nie so einen Stress gemacht und mir wurde zum Glück auch nie so einen Stress gemacht, was das angeht. Die nächste Frage war, warst du eher mündlich oder schriftlich gut? Also ich hatte halt so ein paar Fächer, in denen ich gut war. Zum Beispiel Deutsch war ich ganz gut, war auch mein LK. Und so auch die wirtschaftlichen Fächer waren meistens ganz okay. Aber es gab halt auch einige Fächer, so Physik, Chemie und so. Da braucht ihr mich echt gar nichts fragen oder Mathe, da bin ich komplett raus. Also in diesen sprachlichen Fächern, so Deutsch, Englisch und so, war ich immer schriftlich besser, auch Französisch damals. Alles andere würde ich sagen eher mündlich, weil man kann sich ja so ein bisschen noch mit dem Sitznachbarn besprechen. Und ja, war ein bisschen einfacher dann. Hattest du Lehrer, mit denen du nicht klarkamst? Ich hatte in meiner gesamten Schullaufbahn immer mal wieder so einen Lehrer oder so, mit dem man nicht so gut klarkommt, aber ich glaube, das ist auch normal. Und das ist dann tatsächlich auch meistens immer ein Lehrer gewesen, mit dem fast niemand klargekommen ist. In der Oberstufe hatte ich das auch mit einer Lehrkraft und die Lehrkraft hat sich aber dann gegen Ende ein bisschen gebessert, so vom Verhalten. Ich glaube, die Schulleitung hatte auch mit der Person geredet. Und dann ging das auch, aber also ich muss sagen, in der 11. Klasse war das schon echt ein Schock für mich, dieser Umschwung. Manche Lehrer waren so komplett anders als andere. Ich habe es noch nie erlebt, wie streng die waren oder auch allgemein, dass man so von manchen Lehrern gesiezt wurde. Fand ich jetzt auch nicht, also man kommt damit klar, aber muss nicht sein, finde ich. Und ich hatte auch Lehrer, mit denen ich, was heißt nicht klar kam, aber auf die man natürlich keinen Bock hat. Also vielleicht liegt es dann auch irgendwie am Fach oder weil die streng sind oder so, aber mit den meisten habe ich mich eigentlich voll gut verstanden. Hast du Erfahrungen mit Fake Friends gehabt? Ja, also ich muss sagen, ich würde es jetzt vielleicht nicht direkt Fake Friends nennen. Aber ich finde, man hat bei vielen schon gemerkt, wer halt nur befreundet ist, weil er irgendwas von dir möchte. Weil viele wollten einfach nur von mir zur Schule gefahren werden, glaube ich. Also weil ich halt schon früh ein Auto hatte und man so halt in der gleichen Stadt gewohnt hat. Und dann war das ganz einfach. Aber ja, es war jetzt nie so richtig fake, aber viele haben sich halt dann auch, als Corona angefangen hat und wir keine Schule mehr hatten, eigentlich dann auch nicht mehr gemeldet. Aber ich muss sagen, auf die kann ich halt auch dann herzlich verzichten, weil ich halt genug Freunde habe, die sich nicht so verhalten. Und ich hatte auch
noch mit ein paar anderen Personen dann auch ein paar Differenzen während der Abi-Zeit und es waren auch ein paar nicht so schöne Phasen dabei. Aber ich würde sagen, leider mehr oder weniger haben die meisten mit solchen Leuten Erfahrungen in der Schule. Da kann ich auch echt froh sein, dass ich noch meine richtigen Freunde hatte, die hinter mir standen. Sonst wäre das wahrscheinlich auch ziemlich kacke geworden, aber ich bin wirklich froh, dass ich mit denen allen gar nichts mehr zu tun habe. Hast du Tipps für die mündliche Prüfung? Also meine mündlichen Fächer waren Rechnungswesen und Physik. Und Rechnungswesen war auch tatsächlich die beste Note von allen, von den ganzen Abi-Prüfungen. Das hat mir auch echt voll Spaß gemacht. Die Prüfung war richtig entspannt. Und Physik war Katastrophe. Die haben mich Sachen gefragt, die habe ich noch nie gehört in meinem ganzen Leben. Das war richtig unangenehm, aber ich kam da irgendwie dann trotzdem durch. Und es ist halt schwer zu sagen. Ich kann jetzt schlecht sagen, versuch ruhig zu bleiben, versuch nicht so aufgeregt zu sein, weil das kann man in der Situation eh nicht beeinflussen. Aber ich würde sagen, so viele Menschen haben das schon vorher geschafft. Und man kann sich ja meistens auch Themen aussuchen. Also ich würde einfach versuchen, mich da einfach gut vorzubereiten, vielleicht mit dem Lehrer schon vorher zu reden, wenn man schon weiß, wen man als Prüfer hat. Und vielleicht sogar sagen, wenn man ein bisschen nervös ist oder so. Aber was, glaube ich, ganz gut immer ankommt, ist, wenn man die Fragen sehr ausführlich beantwortet. Also vielleicht so einen kleinen Wow-Effekt hinterlässt. Also natürlich hat man auch Zeitdruck, aber wenn man klar auf den Punkt kommt, ist immer ganz gut und nicht so ausschweift. Ich glaube, das kommt ganz gut an. Wie ging es dir allgemein in der Abi-Zeit? Eigentlich richtig gut. Also es hat an sich eigentlich voll Spaß gemacht. Man war immer unterwegs mit Leuten und damals war irgendwie der Vibe ganz anders. So 2017, 18, 19, es hat irgendwie richtig Spaß gemacht. Und es war einfach nice, man ist 18 geworden, man konnte Auto fahren, man konnte machen, was man wollte und so. Und ich hatte zum Glück auch jetzt keine schlimme Abi-Zeit. Ich kam immer überall easy durch. Wir hatten eine chillige Freundesgruppe und haben auch immer uns die Zeit in der Schule ganz schön gemacht. Also ganz ehrlich, hier ist auch noch eine Frage, denkst du, du wirst die Schule irgendwann vermissen? Und ich finde es eigentlich, viele sagen ja, boah, zum Glück nie wieder Schule. Aber das Einzige, was einen daran nervt, sind ja die Klausuren oder die Präsentationen oder solche Sachen. Aber nie wieder so einen chilligen Alltag haben, wo man teilweise erst irgendwie um 11 Schule hat und immer mit den Freunden zusammen ist, so auf Pause hat und so. Also ich finde, das kann man schon genießen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich es vermisse, aber man sollte es auf jeden Fall genießen, wenn man noch in der Abi-Zeit ist. Wie oft hast du geschwänzt? Ich habe schon ab und zu mal geschwänzt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe oft mal so ein paar Stunden am Anfang oder am Ende weggelassen. Ich würde mich da jetzt auch nicht als Vorbild nehmen, aber im Endeffekt, ab dem Zeitpunkt, wo man 18 war und so seine eigenen Entschuldigungen schreiben konnte, fiel einem das vielleicht ein bisschen einfacher. Welchen Lehrer mochtest du am meisten und vor welchem Lehrer hattest du die größte Angst? Also Angst würde ich jetzt nicht sagen, also ich hatte jetzt vor keinem Lehrer große Angst, aber es gab da schon eine Lehrerin, da hat man sich nicht so wohl gefühlt, wenn man bei der im Raum war. Und ich mochte tatsächlich, glaube ich, meinen Klassenlehrer am liebsten in der Oberstufe. Der war richtig chillig, mit dem hat Unterricht richtig Spaß gemacht, man hat was gelernt. Aber man konnte trotzdem seine Zeit gut genießen. Hast du noch viel Kontakt mit den Leuten aus der Schule? Mit ein paar Leuten habe ich noch sehr guten Kontakt, auch über sehr viele Jahre und Jahrzehnte schon. Mit anderen Leuten gar nicht, aber wie gesagt, das ist auch richtig so und das finde ich auch nicht schlimm. Weil es ist halt ehrlich so, die Wege trennen sich halt so krass nach dem Abi irgendwann. Also jeder macht so sein Ding, ob Arbeit, Ausbildung, Studium, wegziehen oder keine Ahnung was alles machen. Deswegen, es kommt halt alles immer so, wie es kommen soll. Und meine Mutter hat noch geschrieben, was würdest du Mama nicht erzählen? Also, keine Ahnung, es gibt jetzt, glaube ich, nichts, was ich nicht erzählen würde. Ich war jetzt nicht irgendwie andauernd beim Schulleiter oder so. Also, ja, außerdem erzähle ich meiner Mutter eh alles. Dann hat noch eine Freundin geschrieben, erzähl doch mal was über unsere schönen und unterhaltsamen Deutsch-LK-Stunden. Ja, also ich muss sagen, Deutsch-LK hat immer Spaß gemacht. Wir waren eigentlich eine ganz chillige Klasse bzw. ein chilliger Kurs. Und wir haben uns auf jeden Fall gegenseitig immer ein bisschen gerettet, weil sonst wäre es vielleicht zu langweilig geworden. Hatten immer schön Deep Talk im Unterricht und so, das vermisse ich schon manchmal unnormal. Deutsch-LK hat schon Spaß gemacht. So. Das war so das Einzige, was mich inhaltlich wirklich interessiert hat. Außer vielleicht Lektüre lesen. Das hat jetzt nicht immer so Spaß gemacht, aber der Rest war eigentlich nice. Dann noch ein, zwei Fragen zum Studium.
Was genau studierst du? Ich studiere Marketing an der Fernuni, an der EU oder wie auch immer man es aussprechen möchte. Und ich bin mega zufrieden. Also ich kann mein Studium komplett so einteilen, wie ich will. Das wird mir jetzt langsam auch ein bisschen zum Verhängnis, muss ich ehrlich sagen. Also da muss man echt Bock drauf haben. Aber so die ersten 2 Jahre habe ich es gut gemeistert, würde ich sagen. Aber jetzt sind halt ein paar Module, die ein bisschen schwieriger sind. Und dann wird es auch ein bisschen anstrengender. Und dann wurde ich noch nach Pro und Contra Fernstudium gefragt. Und ich würde echt sagen, das größte Pro und Contra, ich weiß nicht, ob man das so sagt, ist tatsächlich, dass man wirklich alles frei entscheiden kann. Also man muss sich halt wirklich selber richtig in den Arsch treten, damit überhaupt was passiert. Und das finde ich sehr praktisch, weil ich kann mir das gar nicht vorstellen, jeden Tag von 8 bis 18 Uhr oder so in der Uni zu hocken und da die Vorlesungen mir anzuhören und so. Das habe ich zum Beispiel gar nicht, ich habe gar keine Vorlesung. Ich kann richtig schnell eigentlich lernen, wenn ich möchte, weil ich einfach nur dieses eine Skript habe und damit kann ich machen, was ich möchte, beziehungsweise mir das einteilen, wie ich will, oder ich kann auch ganz anders lernen ohne das Skript. Und ich finde es halt, wie gesagt, größtes Pro, dass ich nirgendwo hinfahren muss, dass ich die Prüfung bei mir zu Hause schreiben kann, dass es meiner Meinung nach irgendwie auch coolere Module gibt. Dann, dass man die Module in der Reihenfolge machen kann, wie man sie möchte. Also ich kann zum Beispiel jetzt noch Sachen aus dem ersten Semester machen oder ich kann schon aus dem letzten Semester Module anfangen und das finde ich eigentlich recht entspannt. Dann kann man das halt themenmäßig ganz gut aneinander hängen und ja, ich würde sagen, das sind so die größten Vorteile. Nachteile ist halt natürlich, dass es recht teuer ist und dass wenn man die Motivation verliert, dass viele halt dann irgendwann auch abbrechen. Das merkt man immer ganz krass, wenn dann viele die Gruppe verlassen. Und größeres Kontra für Leute, die gerne sozial sind, dass man natürlich fast keinen menschlichen Kontakt hat, wenn man die ganze Zeit zu Hause studiert. Also man hat natürlich mit den Studenten keinen Kontakt, mit den Professoren oder wie auch immer die alle heißen, hat man auch keinen Kontakt. Also ich zumindest nicht. Ich hatte noch nie mit einer Lehrkraft von dort Kontakt, aber kann man natürlich. Das ist einem immer freigestellt. Wenn man Fragen hat, kann man sich immer melden. Und es ist halt wahrscheinlich auch für manche schwieriger, den Lernstoff zu verstehen, wenn man sich das immer selber aneignen muss. Was ich halt ganz gut finde, man kann halt das Fernstudium auch kostenlos, ein Jahr verlängern. Genau, ich finde das eigentlich ganz nice so. Und ich würde sagen, das ist erstmal so das Gröbste. Ich hoffe, ich habe alle Fragen soweit ganz gut beantwortet. Und ich esse jetzt hier noch mein Essen auf und dann chill ich mich gleich ins Bett und lese vielleicht mal wieder was. Ich wollte ein neues Buch anfangen. Und morgen muss ich richtig viel machen. Meine To-Do-Liste ist sehr voll. Ich will auf jeden Fall meine Wohnung nochmal richtig aufräumen. Ich habe vor langem keine Wäsche gewaschen. Das habe ich ein bisschen hinten dran gehängt in letzter Zeit. Und ich will mit meiner Mama morgen noch ein Video drehen. Das kommt hoffentlich dann am Sonntag schon online. Könnt ihr ja mal raten, was wir drehen. Es geht auf jeden Fall um Fashion. Und ja, ansonsten melde ich mich morgen wieder, weil ich habe gesehen, mein ASOS-Paket kommt doch morgen an. Dann kann ich euch das auf jeden Fall morgen noch im Video zeigen. Und ich muss sagen, ich habe heute auch nochmal bei Bershka bestellt, weil die momentan einfach richtig krasse Sachen haben. Also wenn ihr auf der Suche nach irgendwie Frühlings- oder Sommerklamotten haben, Bershka ist echt gerade top. Leute, ich habe einfach gerade noch so eine Frisur ausprobiert, die auf TikTok momentan voll im Hype ist. Und ich muss sagen, ich finde die eigentlich voll nice. Also ich wollte dieses Jahr ein paar mehr Frisuren ausprobieren, weil ich da ein bisschen faul mit geworden bin. Ich habe das jetzt so provisorisch alles mal ein bisschen gemacht, aber eigentlich finde ich, kann sich das sehen lassen. Man muss vielleicht nur, ich weiß nicht, ob das glatt geiler ist oder ob man da Locken reinmacht, aber ich finde den Cut halt hier schon ziemlich krass zwischen den Haaren und den. Aber eigentlich ganz cool. So Leute, kleiner Zeitsprung. Ich habe eigentlich diesen Haul gestern schon mal gedreht, aber das Licht war richtig schlecht, deswegen dachte ich, ich drehe das nochmal ab für euch. Und jetzt sind auch alle Pakete da. Als erstes zeige ich euch, was ich mir bei Bershka bestellt habe. Habe ich mir so einen Bikini geholt. Der ist jetzt relativ knapp. Mal gucken, wie der angezogen aussieht. Und ich habe schon richtig lange nach so einem Zebra-Bikini gesucht, deswegen bin ich jetzt voll froh, dass ich so einen günstigen, schönen gefunden habe. Dann habe ich mir so einen Skims-Dupe bestellt. Auf jeden Fall ein bisschen zu groß, also es ist jetzt Größe S und ich hätte auf jeden Fall XS. Und ich hätte auf jeden Fall XS nehmen sollen, aber es ist auf jeden Fall sehr bequem. Und ich hole mir das auf jeden Fall noch eine Größe kleiner, weil
soll ja auch schön anliegen und so ist das echt nix. Hoffentlich passt das dann überhaupt in XS. Eigentlich müsste es noch viel kleiner sein. Aber eigentlich ist es ganz nice. Dann habe ich mir noch so ein weißes langes Kleid bestellt. Und das ist hinten auch rückenfrei. Das Kleid finde ich auf jeden Fall extrem schön. Ich glaube, wenn man im Sommer braun ist, wird das nochmal sehr nice aussehen. Und ist auch eigentlich bodenlang mit einem Schlitz hier an der Seite. Ich finde das nämlich so schön irgendwie. Also ich bin eigentlich ja gar nicht so der Kleidermensch, aber... Habt ihr gerade meine Hüfte schon wieder gehört? Ich bin eigentlich gar nicht so der Kleidermensch, aber das sieht schon, finde ich, sehr schön aus. Beim nächsten bin ich mir ein bisschen unsicher. Also ich habe nämlich schon länger nach so einem Jumpsuit gesucht. Auch so einfach für im Sommer mit Sneakern und längeren Socken und vielleicht einer Cape oder so. So ein bisschen sportlicher. Aber auch der hier sitzt halt nicht so perfekt. Also der müsste halt echt so eng sein, damit das richtig gut aussieht. Aber bequem ist der auf jeden Fall für zu Hause. Ist ja bestimmt nice, aber ich weiß nicht, die müssen mir mal sagen, vielleicht gibt es irgendwo noch bessere von diesen Jumpsuit, die noch ein bisschen besser sitzen. Oder ja, keine Ahnung, sagt mir mal, ob ich den behalten soll oder eher nicht. Also das Kleid ist, glaube ich, mein Favorit aus der ganzen Bestellung, weil das sitzt wirklich so perfekt am Körper und ist auch wieder bis ganz unten und hat hier noch so einen Schlitz. Irgendwie ein bisschen nervig ist, dass man nicht so gut reinkommt. Also es ist hier oben schon sehr eng, aber dafür sitzt das auch wirklich extrem gut und vielleicht bestelle ich mir das auch noch in anderen Farben. Dann habe ich mir noch so eine Leinenhose bestellt. So eine wollte ich auch schon richtig, richtig lange, schon seit ein, zwei Jahren oder so. Aber die ist schon sehr durchsichtig. Ignoriert einfach den Fleck auf meinem Oberteil. Aber so sieht die jetzt aus. Ist halt auch sehr nice. Ich finde, genau so eine habe ich schon richtig lange gesucht. Aber wie gesagt, man sieht hier halt schon die Taschen so richtig durch. Deswegen bin ich mir da noch richtig unsicher. Vielleicht kann man da so eine Shape-Unterhose oder so drunter ziehen, die dann so ein bisschen länger ist. So ein Beige oder ein Weiß. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht habt ihr da auch noch irgendeinen Tipp. Aber ansonsten ist sie richtig angenehm auch zu tragen. Weil ich hatte mal eine, die so richtig kratzig war und die habe ich dann nie angezogen. Aber die ist eigentlich perfekt. Dann habe ich jetzt hier noch ein ASOS-Paket. Da habe ich mir eigentlich nur Sommerschuhe und ein Bikini bestellt. Das ist jetzt der Bikini. Ich finde, ich muss sagen, auf den Bildern sah der nicht so neon-neon aus, sondern eher so normal-pink. Hä? Was ist das denn? Das ist doch niemals Größe S oder 34 ist das. Das ist so riesig. Ich bin gerade echt verwirrt. Also, ich glaube, den brauche ich gar nicht anprobieren. Oder? Also man kann das ja natürlich hier so... Aber was ist das denn für ein Schnitt? Hä? Und das ist das Oberteil und das ist dafür so richtig mini. Also ich weiß nicht, ob das jetzt hier so in der Kamera so rüberkommt. Aber dann habe ich mir hier noch so Flipflops bestellt. Meine Speicherkarte ist übrigens zwischendrin ausgegangen, beziehungsweise voll geworden. Deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt abgehackt war. So sehen die aus, weil ich hatte nämlich noch keine, die so hübsch aussehen zum im Alltag tragen. Und ich bin gespannt, ob das bequem ist, weil ich bin eigentlich gar kein Flipflop-Fan. Die sitzen wirklich sehr angenehm am Fuß jetzt so auf den ersten Eindruck. Sehr gepolstert. Und dann habe ich mir noch solche ganz normalen Basic hohen Schuhe bestellt, weil ich gar keine hohen Schuhe mehr hatte, die man irgendwie mit allem kombinieren kann. Ich habe zwar fast nie hohe Schuhe an, aber irgendwann kommt der Tag, wo ich sie dann brauche und dann habe ich gar keine. Es sind nicht die bequemsten Schuhe, die ich je anhatte, aber ich glaube, für hohe Schuhe ist das schon gut machbar. Also bei mir ist ja immer das Problem, ich brauche 35 in hohen Schuhen oder generell in den meisten Schuhen. Deswegen bin ich froh, wenn ich die auch mal finde, weil meistens fangen die erst ab 36 an. Aber die kann man auf jeden Fall auch noch so schnüren hier oben am Bein. Ich muss das alles, glaube ich, mal ein bisschen in der Wohnung tragen, damit ich ein Gefühl dafür bekomme. Aber das war es auf jeden Fall, glaube ich, mit den Sachen, die ich bestellt habe. Ich habe auch nochmal bei Bershka bestellt, weil ich die Sachen so schön fand, die es momentan gibt. Deswegen kommt da vielleicht auch nochmal irgendwann ein Haul demnächst. Ich beende auch den Vlog an dieser Stelle jetzt. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao!